Hallo, heute soll es um Leuchtmittel gehen und deren Vor- und Nachteile und warum ich manche bevorzuge, manche nicht. Wenn ihr Anregungen habt oder andere noch Details wisst über bestimmte Lampen oder irgendwelche Empfehlungen habt, gerne in die Kommentare. Bei Kritik bitte auch in die Kommentare und nicht einfach nur einen Daumen runter geben, sonst kann ich meine Videos nicht verbessern. Ja, das wollte ich mal zum Anfang sagen und dann würde ich mal loslegen. Ja, und zwar habe ich hier so einige Leuchtmittel aufgereiht, die so ziemlich üblich sind oder auch nicht. Und zwar haben wir hier eine kleine Glühbirne. Ja, Glühbirne ist relativ einfach aufgebaut, ein Wolframdraht und eine Stickstofffüllung. Dann haben wir hier unten eine Xenon, nein, Entschuldigung, eine Kryptonbirne mit Kryptongasfüllung. Das war damals ziemlich teuer, diese Birnen. Die wurden in Taschenlampen beispielsweise eingesetzt und da, wo mehr Licht gebraucht wurde. Genauso wie hier daneben die Halogenbirne, kann man mit dem Kryptongas eine höhere Temperatur, mehr Licht und mehr Effizienz erreichen. Daneben haben wir noch eine Halogenbirne. Das ist jetzt eine Spezialbirne. Beispielsweise werden solche Birnen für Tageslichtprojektoren eingesetzt oder für Studioscheinwerfer. Dieses Modell erreicht eine Leistung von 400 Watt und eine Effizienz von bis zu 40 Lumen pro Watt, was sehr, sehr viel ist, denn normale Glühbirnen erreichen nur 5 bis 15 Lumen pro Watt und Halogenbirnen bis zu 20 Lumen pro Watt. Durch die hohe Effizienz und hohe Temperatur ist die Lebensdauer allerdings stark verkürzt und zwar nur 50 Stunden bei einer Ausfallwahrscheinlichkeit von 50%. Das heißt, jede zweite Birne geht bei 50 Stunden kaputt und das ist doch schon enorm. Ja, direkt darunter haben wir die Energiesparbirne. Die Dinger mag ich nicht, muss ich gleich von Anfang an sagen. Die mag ich überhaupt nicht. Weil im Gegensatz zu fast allen anderen Leuchtmitteln, die wir hier haben, hat das Leuchtmittel den Nachteil, dass die Füllung ein Gas ist, welches giftig ist. Und zwar funktioniert das Ganze relativ einfach. Wir haben eine Leuchtstoffröhre, also eine leuchtstoffbeschichtete Röhre. In der Röhre befindet sich verdampftes Quecksilber, was angeregt wird, UV-Licht zu produzieren. Das UV-Licht wird durch den Leuchtstoff dann umgewandelt in normales Licht. Das Ganze hat ein integriertes Vorschaltgerät und funktioniert somit, kann man einfach gegen eine Glühbirne austauschen. Der Nachteil ist, die Lebensdauer ist nicht ansatzweise so hoch wie immer angepriesen und das zweite ist das Quecksilber da drin. Quecksilber ist hochgiftig. Und es ist nicht nur irgendwie giftig, sondern es ist Nervengift. Das ist wirklich sehr, sehr giftig. Und zwar sprechen wir hier von einer letalen Dosis von 150 Milligramm. Und ja, 150 Milligramm sind 0,15 Gramm. Und das ist tödlich. Oder kann schon tödlich enden. Um euch mal zu zeigen, wie Quecksilber noch aussehen kann. Nicht in gasförmiger Form, weil es ist ja ein Metall. Und zwar habe ich hier flüssiges Quecksilber in einem Spezialschalter. Quecksilber ist schon vor vielen Jahren verboten worden. Es ist weder in Neigungsschaltern noch in den alten Thermometern enthalten. Es ist immer noch in Thermometern enthalten, bin ich der Meinung. Ich denke mal, es ist auch wahrscheinlich schon oft ausgetauscht worden gegen andere Materialien, weil Quecksilber halt so giftig ist. In dieser Ampulle befinden sich gut 30 Gramm Quecksilber. Und dann kann man sich schon vorstellen, ein solcher Schalter, wenn der zerbricht, ja, könnte er theoretisch hunderte Leute töten. Also diese Menge würde ausreichen, um gut, glaube ich, 200 Menschen umzubringen. Und das ist wirklich, ja, das kann ihm schon Angst machen. Deswegen packe ich das auch erstmal wieder in Sicherheit. Das wollte ich euch nur zeigen. Ja, das Quecksilber ist hier in Gasform vorhanden, also die gefährlichste Form. Flüssig könnte man es noch auffegen und entsorgen. Es vergast allerdings auch schon bei Raumtemperatur. Und deshalb empfehle ich die Energiesparbirnen überhaupt nicht, weil wenn die mal zerbrechen, das passiert einfach. Irgendwann passiert es immer mal. Und damit schädigt man sich und das nicht nur ein bisschen, sondern auch auf langfristiger Sicht. Da nur so ein paar Schlagwörter, ne, wie Demenz oder andere Gehirnkrankheiten. Ja gut, wollen wir mal zu den nächsten gehen. Und zwar LEDs. Sie sind da schon relativ beliebt. Haben wir ja einmal eine Standard 5 mm superhelle weiße LED. Dann haben wir hier ein größeres Modell mit 10 Watt und hier oben nochmal eins mit 30 Watt. Wie man sehen kann,
sind die großen Modelle bestehen die aus vielen kleinen Chips. Ja, dann haben wir hier noch eine ganz kleine LED, die so groß ist wie ein Streichholzkopf. Die schafft aber auch schon 40 Lumen. Und wie man sehen kann, sind LEDs schon sehr, sehr variabel, was die Größe angeht. Nach unten hin sind fast keine Grenzen gesetzt. Es gibt LEDs, die sind kleiner als 0,5 mm. Und die größten LEDs wie diese hier, das ist so, ja, haben dann so bis zu 50 Watt. Es gibt auch 100 Watt Modelle, aber das ist eher unüblich. Und dann bekommt man auch irgendwann Kühlungsprobleme. Wie man sieht, ist hier schon ein Kühler mit einem Lüfter drauf. Das wird auch benötigt, sonst überhitzt die LED einfach. Dieser Kühler für die 10 Watt hier ist übrigens total unterdimensioniert und nicht ausreichend. Dann haben wir hier noch die Bogenlampen bzw. Metalldampflampen. Das Modell kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem letzten Video. Diese Lampen gibt es ab 35 Watt. Gibt sie, glaube ich, sogar schon mit 25 Watt, aber eben halt unter 35 Watt werden die Lampen, denke ich mal, ineffizient und auch kompliziert zu bauen und zu betreiben. Da ist es deutlich einfacher, mit LEDs zu arbeiten. Also sie geben sich schon fast die Hand, wenn man sieht, so eine 10 Watt LED, ne, 30 Watt LED. Wenn man jetzt vier Chips davon nimmt, hat man 40 Watt. Und dann kann man wirklich schon von LED direkt übergehen zu den Bogenlampen. Diese Lampe hier hat übrigens eine Xenonfüllung und ist für Autoscheinwerfer gedacht. Und sollte mit 35 Watt eine Lichtleistung von gut 1500 Lumen, 2000 Lumen erreichen. Ist ein billiges China-Modell, deswegen habe ich dazu keine genaueren Daten. Dieses Modell hier erreicht über 10.000 Lumen. Leider habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, Quecksilber-Metalldampflampen oder überhaupt Metalldampflampen, diese gibt es auch mit Quecksilber. Ob hier Quecksilber enthalten ist, weiß ich allerdings nicht. Aber es gibt sie auch wie hier, Xenon, komplett quecksilberfrei. Ob in diesen, auch in den neueren Modellen Quecksilber enthalten ist, kann ich leider nicht sagen. Genauso wie LEDs brauchen diese Lampen, die Bogenlampen, konstant Strom. LEDs brauchen konstant Strom, die hier brauchen noch eine Hochspannungszündung zu dem konstant Strom und schon läuft die Sache. Also sie sind wirklich relativ ähnlich vom Betrieb her. Somit braucht man natürlich auch ein Vorschaltgerät. Allerdings gibt es die Möglichkeit, wie hier bei diesem Modell, bei der Osram HWL, diese Lampe braucht kein Vorschaltgerät. Sie kommt wirklich ganz ohne aus, hat allerdings eine nicht so hohe Effizienz, eine Leistung von 500 Watt. Wie viel Lumen pro Watt, weiß ich nicht genau. Ich glaube, wir bewegen uns dabei 40, 50 Lumen pro Watt, vielleicht auch mehr. Allerdings ohne jegliche Vorschaltgeräte und somit ist so eine Lampe ziemlich simpel zu betreiben und hat auch eine Lebensdauer von über 10.000 Stunden und ist ideal für Firmengelände zu beleuchten oder große Plätze oder sowas. Die hat auch ein relativ schlechtes Licht und erreicht nur einen RA-Wert von 60. LEDs, da erreichen wir locker einen RA-Wert von über 60 oder über 80 sogar schon. Diese Metalldampflampen erreichen teils bis knapp 100. Und ja, um nochmal zu zeigen, LEDs gehen ja von klein bis groß. Wir haben eben ein Modell mit 500 Watt gesehen, die ist natürlich nicht wirklich so groß. In Wahrheit ist da drin auch nur ein solcher Brenner hier. Den Brenner hier gibt es mit 70 Watt. Diese hat 150 Watt. Die gibt es, glaube ich, auch noch mit 250 Watt, auch noch bei fast derselben Größe. Das größte Modell, was ich jetzt hier habe, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Manche können sich wahrscheinlich denken, was ich jetzt hier euch gleich zeigen werde. Und zwar handelt sich es dabei um einen Xenonbrenner. Das Teil ist schon ziemlich groß. Dieses Modell hat eine Leistung von 1,6 Kilowatt und reicht meines Wissens nach über 70.000 Lumen. Hier drin ist eine Xenonfüllung. Warum das Schutzcover? Nicht damit die Lampe kaputt geht. Ja, auch damit die Lampe nicht kaputt geht, aber vor allem zum Schutz. Und zwar nicht zum Schutz der Lampe, sondern zum Schutz desjenigen, der sie in der Hand hält. Denn in der Lampe befindet sich im kalten Zustand Xenongas unter einem Druck von 8 Bar. Und der Druck wird durch die hohe Temperatur dann im Betrieb auf über 50 Bar ansteigen. Und somit ist das quasi eine Glassplittergranate, die man da in der Hand hat.
Ja, bei diesen Lampen hier ist der Druck nicht so hoch, der ist deutlich geringer und deshalb sind die Lampen auch deutlich ungefährlicher. Ja, das war es jetzt so im Groben. Wie gesagt, LEDs für kleine Leistungen, Anwendungen ideal für dezente Beleuchtung, Taschenlampen und die Bogenlampen sind praktisch für Werkstattbeleuchtung, so wie bei mir hier die Beleuchtung meines Schreibtisches, meines Arbeitsplatzes oder auch gerade für dieses Video. Denn ohne eine solche Lampe und der Lichtmenge ist ein Video kaum möglich, vernünftig aufzunehmen. Ja, das war's von mir dazu und wer noch Anregungen hat, Tipps hat oder Ideen hat, wofür man benutzen könnte, beziehungsweise vielleicht noch andere Leuchtmittel hat, gerne in die Kommentare und man kann sich ja mal drüber unterhalten. Ich würde sagen, das war's jetzt zu diesem Video und bis zum nächsten Mal.